Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute sind wir hier am Heilbronner Marktplatz und da laufen die letzten Vorbereitungen für das internationale Hochsprung-Meeting. Am Wochenende werden wieder Weltklasse-Leichtathleten zu Gast sein, direkt vor dem Rathaus. Und das bei einem Meeting, das innerhalb von einem Jahr jetzt schon Bronzestatus erreicht hat. Das heißt also, da werden die Besten dabei sein. Da geht es ja auch um Weltranglistenpunkte. 1500 Zuschauer haben hier Platz und wenn wir uns mal im Zeitraffer anschauen, wie die Aufbauten hier abgelaufen sind mit den vielen ehrenamtlichen Helfern der TSG Heilbronn, dann sieht man schon, welch ganz besondere Stadionatmosphäre hier geschaffen wurde. Und das Wetter, so sind die Vorhersagen, soll heuer auch besser sein wie im letzten Mal. Dann steht ja einer erfolgreichen zweiten Auflage nichts im Wege. Ja, bei den Frauen, da sind nur Athletinnen dabei, die 1,90 Meter und höher springen. Eleonore Pettersen beispielsweise, die Vorjahressiegerin, wird hier am Start sein. Auch eine der Titelkandidatinnen für die Olympischen Spiele in Paris. Und so ist Heilbronn quasi eine Generalprobe, bevor es dann an der Seine Anfang August für die Hochspringer bei Olympia ernst wird. Und wenn wir mal zurückblicken, was im Vorjahr sich hier so alles abgespielt hat auf dem Marktplatz, da war man ja mit den Witterungsbedingungen nicht unbedingt besonders positiv verwöhnt, aber selbst da hatte man schon ein tolles Feld beieinander und großartige Leistungen gesehen im Regen. Und das Ganze kann man heuer mit Sicherheit bei diesen Voraussetzungen noch einmal so richtig toppen. Ja, Mutaz Barshim wird auch mit dabei sein, der Goldmedaillengewinner von Tokio vor 3 Jahren. Und sie alle springen hier auf einem ganz besonderen Podest sozusagen. Das muss nämlich international abgenommen werden und das ist speziell für solche City-Wettbewerbe vorgesehen. Und apropos City-Wettbewerb, da hat hier dieses Meeting, das ja im Prinzip sozusagen eine Nachfolgeveranstaltung von Eberstadt ist, wo es ja die traditionellen Weltklasseveranstaltungen über viele Jahre hinweg gab. Dieses Meeting hat es aus dem Stand geschaffen, nicht nur den Bronzestatus zu bekommen, sondern in Deutschland schon die Nummer 8 zu sein unter allen Leichtathletikveranstaltungen. Also das ist ein großartiger Erfolg. Und die Macher dieses Erfolgs, die sitzen ganz dort oben, haben eine perfekte Aussicht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, wir sind jetzt im Sportamt der Stadt Heilbronn und hier hat das Organisationskomitee des Hochsprung-Meetings in Heilbronn Unterschlupf gefunden. Von hier her werden alle organisatorischen Dinge verknüpft und vorbereitet. Da hängt ja eine ganze Menge drum und dran. Es geht ja nicht nur um die beiden Springen am Samstag und am Sonntag. Los geht's schon am Freitag, wenn hier unterhalb in der Bewirtungsmeile schon angefangen wird. Da kann man schon die ersten Getränke zu sich nehmen und sich einstimmen auf die beiden Springen dann am Wochenende. Es gibt noch ein Jugendspringen, es gibt ein Trainerseminar. Vieles ist geboten und die Aussicht sind gut und das im wahrsten Sinne des Wortes von hier oben. Ja, hier am Rathaus ist also einiges geboten und auch im Rathaus ist einiges geboten, denn allerorten konstituieren sich jetzt die neuen Gemeinderäte. Und da geht es natürlich darum, dass man nicht nur Sitzungsvorlagen durchliest, abnickt und zustimmt, sondern nachhakt, recherchiert, nachfragt, müssen die Ausgaben sein, ist das immer alles rechtens, was da präsentiert wird. Und das haben jetzt zwei Gemeinderäte gemacht hier in Heilbronn, nämlich die Gemeinderäte Drosbach und Lobmüller in Sachen Antidiskriminierungsstelle und sie haben einige Dinge entdeckt in Sachen Satzung und in dem Vorgehen der ADI, das natürlich jetzt noch einmal neu thematisiert werden muss. Das ist schon ein Beispiel auch für andere, dass man hier kritisch die Verwaltungen begleitet und nicht immer nur alles durchwinkt. Denn es gibt ja genügendes, was man zum Berichten hat. Das haben wir erlebt im Fall von Löwenstein, das haben wir beim Schmuckhändler erlebt. Durch unsere Recherchen wurden eben weitere Opfer verhindert. Und das ist eben auch die Aufgabe, diese Dinge aufzuklären und immer darüber zu berichten. Und das waren natürlich auch viele Themen bei unserem Sommernachtsfest der Wirtschaft. Und da gab es angeregte Diskussionen von Entscheidern in der Region. Dabei war auch Olympiasiegerin Carina Beer und Audi-Werkleiter Fred Schulze, der ehemalige Sporthilfechef. Und das ist ein idealer Übergang zu unseren Olympioniken aus der Region. Denn ein Mitglied aus dem Olympia-Perspektivteam der Sporthilfe Unterland Hohenlohe, Raquel Müller aus Öhringen, die hat den Sprung geschafft, im wahrsten Sinne des Wortes, als Weitspringerin nach Paris. Und Milan Hosseini, der Turner von der TG Böckingen, der hofft ja noch
Dagegen hat Sebastian Heimann, der Handballer aus Horkheim, sein Ticket schon fest in der Tasche. Er wurde nominiert für die Handballnationalmannschaft. Es geht also sportlich weiter, nicht nur hier am Marktplatz, sondern dann auch in wenigen Wochen in Paris. Das war's für dieses Mal. Bis zur nächsten Woche.